Ellis Stern. Ach ja, was ist das für ein schöner Abend. Die Sterne funkeln so herrlich. Wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr sie hören. Ihr wisst schon, wie ich das meine, nicht wahr? Und alle gehen zu Bett. Lola und Pato. Und schaut, da sind ja auch Pocoyo und Elli. Hallo, Pocoyo. Hallo, Elli. Hallo. Es sieht so aus, als ob sie auch gleich schlafen und dem himmlischen Gefunkel der Sterne lauschen. Oh nein, das klingt aber nicht gut. Pocoyo, Elli, wisst ihr, was das ist? Was ist mit euch? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo und Elli, sagen, was das ist? Das ist ein Stern. Stern. Das ist reizend, Elli. Aber sieh mal, der Stern ist heruntergefallen. Ja, Elli, das ist alles sehr schön. Aber dieser Stern gehört doch dort nach oben an den Himmel. Schau nur. Pocoyo, wir sollten Elli besser nachlaufen und ihr die Sache mit dem Stern noch einmal erklären. Ah, da ist sie ja. Elli! Elli, warte! Nein, weg ist sie. Ein guter Einfall, Pocoyo. Vielleicht hat Pato Elli gesehen. Pato! Jetzt frage ich mich wirklich, wo sich Elli versteckt. Ich glaube nicht, dass Pocoyo sie sehen kann. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo helfen? Wo hat sich Elli versteckt? Oben im Baum! Ah, Elli! Kleiner Babypieps, was hast du denn? Kannst du nicht schlafen? Was fehlt dir denn? Ich glaube, der kleine Babypieps vermisst das Gefunkel des kleinen Sterns, das ihn abends zum Einschlafen bringt. Keiner kann ohne das Funkeln seines Lieblingssterns einschlafen, Elli. Ich glaube, Elli möchte den Stern noch einen kleinen Moment behalten. Oh, danke, Elli. Das ist nett von dir. Aber wie bringen wir ihn wieder nach dort oben? Klar, mit dem Fliehwusch. Das ist genial.
Oh, pass auf! Ja, da. Genau dort, wo er hingehört. Das habt ihr gut gemacht. Und jetzt können sich alle auf der Welt an dem Stern erfreuen. Genau wie du, Ellie. Ist das nicht ein schönes Gefühl? Gut gemacht, Ellie. Und prima, Pocoyo. Schlaft schön. Macht's gut. Bis bald. Sommerwanderung. Hallo, Pato. Was für eine Sommerhitze heute. Genau, Pocoyo. Wäre es nicht besser, dahin zu gehen, wo es kühl ist? Wie zum Beispiel ins Gebirge? Pato, ich glaube, du wärst der beste Führer für unsere Expedition. Du bist da auch mit der besten Ausrüstung gekommen. Ihr habt endlich den Gipfel erreicht. Wie wunderschön. Wow.
Endlich, Pato, da bist du ja. Hast es schließlich geschafft. Ja. Schlag besser dein Zelt auf, so wie Pocoyo und Nina. Ah, du hast die Zeltstangen gefunden. Aber das sind ja Golfschläger. Ich befürchte, du hast den falschen Beutel mitgebracht. Keine Sorge, ich bin sicher, dass Pocoyo und Nina mit anpacken werden, Pato. Schau, Pato, ein Geschenk für dich. Ist es nicht zauberhaft? Nach allem war es ja doch ein wunderbarer Campingtrip. Gute Nacht, alle zusammen. Postdienst im Weltall. Hallo, Pato. Du siehst aber elegant aus. Hast du einen neuen Job? Ah, ich verstehe. Du bist ein Weltraumbriefträger geworden. Wie spannend! Und du hast sogar einen Assistenten. Für wen ist denn dieses Paket, Pato? Ah, das ist für Grün Außerirdischer. Ist es eine Expresssendung? Dann solltest du wohl aufbrechen. Wäre ja nicht gut, wenn dein erstes Paket verspätet ausgeliefert würde. Wir heben ab! Der Adresse nach müsste das Haus von Grün Außerirdischer hier irgendwo sein. Ja, ja, hier ist es. Pato, ich glaube, das ist nicht der Richtige. Ah, deshalb. Er sagt, Grün Außerirdischer ist weggezogen und lebt nicht mehr hier. Aber er ist gerne bereit, dir die neue Adresse zu geben. Nun, der neuen Adresse nach sollte Grün Außerirdischer genau hier wohnen. Ich befürchte, das ist die falsche Adresse. Aber keine Sorge, die Toridoris wissen, wo er ist. Sieht so aus, als sei niemand auf diesem Planeten. Ja, ja, ja. Ah, aha, entschuldigen Sie, Herr Basketball. Ja. Ja.
Fischer ist auch hier nicht. Aber das ist seine neue Adresse. Außerirdischer, endlich hast du ihn gefunden. Er will wissen, warum es so lange gedauert hat. Oh nein, unserem Vamoosh ist der Sprit ausgegangen. Sonnenkollektoren! Die Energie von der Sonne wird dich wieder nach Hause bringen. Willkommen zu Hause! Gute Arbeit! Stimmt schon. Baby Pieps verdient auch Anerkennung. Ein Hoch auf Baby Pieps! In der Fremde. Oh, seht nur, da sind Pocoyo, Pato und Baby Pieps. Hallo alle zusammen. Hallo. Wo wollt ihr denn mit dem Fliehbusch hin? Zu Besuch. Ah, ihr wollt euren neuen Alien-Freund besuchen. Kommt, wir wollen Pocoyo helfen, seinen Alien-Freund zu finden. Ruft alle ganz laut, wenn ihr ihn seht. Da ist er! Da! Sieh doch, Pocoyo! Ach, ihr habt euch gefunden. Wie schön. Hallo! Wie es scheint, will dein Alien-Freund dir diesmal seinen Planeten zeigen. Also wirklich, diese Landschaft sieht nicht nur gut aus, sie hört sich auch noch gut an. Pocoyo, dein Alien will dir noch mehr zeigen. Tschüss. Ach, was für eine schöne Aussicht auf die Planeten hat man hier. Oh, ist das hier ein Knopf? Was meint ihr? Soll Pocoyo einfach auf den Knopf drücken? Ja, drück den Knopf. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, fantastisch! Oh.
Seht nur, wie Baby Pieps sich freut. Blasen aus einem Krater? Das ist ja ein ganz erstaunlicher Planet. Oh nein. Oh je, das sieht aber gar nicht gut aus. Wo ist er denn hin? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, wo sein Alien-Freund ist? Dreh dich um! Hinter dir! Ja, puh, da ist er ja. Eine ausgezeichnete Idee, Pocoyo. Und weiter geht's. Was ist denn das? Ein Wald voller Bäume? Wie? Was meinst du, Alienfreund? Du sagst, wir hätten uns verlaufen? Pocoyo hat einen Plan. Dort entlang? Pocoyo, du bist dir ganz sicher, dass das der richtige Weg ist? Wir haben uns also verlaufen. Aber das ist doch kein Grund zur Panik, Pocoyo. Lasst uns nachdenken. Die Blasen. Solche haben wir doch heute schon mal gesehen. Die Blasenkrater. Toll, du hast sie gefunden. Eine großartige Idee. Von hier oben kannst du gut sehen, wo ihr seid. Also, wollen doch mal sehen. Erkennst du irgendetwas wieder? Seltsame Bäume und ein paar blinkende Planeten? Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, ob ihr etwas wiedererkennt? Ja, Planeten. Die blinkenden Planeten. Ganz richtig. Die blinkenden Planeten haben wir schon einmal gesehen. Also los, in diese Richtung. Baby Pieps! Was ist denn das? Das klingt so, als ob da einer trommelt. Na, Pocoyo, was denkst du, wer trommelt da? Pato! Genau, das ist Pato. Du hast ihn gefunden! Moment mal, wo ist denn unser Alienfreund wieder hingerannt? Ah, er hat das Fliehwusch gefunden! Wunderbar, Pocoyo! Du hast ganz allein den Weg gefunden! Macht's gut und bis bald! Baby Pieps stört! Hallo, Baby Pieps! Und hallo, Pocoyo! Hallo! Seht euch das an. Los, wir klatschen alle mal. Was ist, Baby Pieps? Oh, du sagst, du hast in deinem ganzen Leben noch nie jemanden so geschickt mit dem Ball spielen sehen? Oh, wirklich. Ein schönes Kompliment. Du meinst, das wäre die fantastischste Konstruktion, die du je gesehen hast? Tja, das ist sicher ein ganz beeindruckendes Bauwerk, aber besser als die Pyramiden in Ägypten? Tja, also, wenn du es sagst, Baby Pieps. Was wird denn das jetzt?
Baby Pieps glaubt offenbar, dass deine Zeichnung etwas ganz Besonderes ist, Pocoyo. Ja, natürlich. Es ist Kunst. Hm? Besser als die Mona Lisa? Na ja. Was denn jetzt? Ein roter Teppich? Das gibt's doch nicht. Also für seinen Helden lässt Baby Pieps aber auch gar nichts aus. Ja! Hallo, Pato. Baby Pieps sagt, du hättest jetzt genug gespielt, Pato. Jetzt ist Baby Pieps dran. Hallo, Elli. Nun wird es aber lustig. Baby Pieps sagt, Pocoyo anzuschieben wäre seine Aufgabe, Elli. Baby Pieps, Pocoyo sagt, er ist jetzt müde. Er spielt später wieder mit dir, ja? Oh, Baby Pieps, hallo. Kann vielleicht einer von euch Baby Pieps erklären, wer oder was Pocoyo so stört? Baby Pieps! Baby Pieps? Du hast doch Baby Pieps selbst weggeschickt. Möchtest du deinen kleinen Freund wirklich wiedersehen? Dann musst du mal durch dieses Fernrohr sehen. Traurig. Könnt ihr vielleicht Pocoyo sagen, warum Baby Pieps so unheimlich traurig ist? Er hat Baby Pieps weggeschickt. Er hat gesagt, geh weg. Genau. Aber Baby Pieps wollte doch nur dein Freund sein, Pocoyo. Ah, Baby Pieps. Pocoyo hat das nicht so gemeint, er wollte nur mal für ein Weilchen allein sein. Oh, was ist denn das? Eine Einladung. Da möchte irgendjemand, dass du zu seinem Fest kommst, Baby Pieps. Entschuldige. Das war eine sehr liebe Entschuldigung, Pocoyo. Was war das, Baby Pieps? Du sagtest, das war die allerliebste Entschuldigung überhaupt? Prima, Pocoyo. Und was für ein Glück für Baby Pieps. Macht's gut. Bis bald. Schummelschuhe. Hallo, Pocoyo. Hallo. Hallo, Elli. Und hallo, Pato. Ah, ich sehe schon, ihr wollt ein Wettrennen machen. Toll. Na, dann alle fertig? Ahem.
Ich zähle bis drei und ihr ruft alle los. Wollen wir? Fertig? Eins, zwei, drei, los! Und der Sieger des Rennens ist... Pocoyo! Pato ist schon bereit für den Sprungwettbewerb. Gut gemacht, Pocoyo! Ein klasse Sprung, Pato. Du siehst schon fast wie der Weitsprungsieger aus. Was ist denn jetzt? Pech gehabt, Pato. Diesmal hat Ellie gewonnen. Schade, Pato ist ein ganz schlechter Verlierer. Was ist denn das? Ein paar super moderne Sportschuhe. Willst du sie nicht anprobieren, Pato? Nicht schlecht. Oje. Oh nein, Pato! Diese Schuhe machen ja, was sie wollen. Jetzt hast du sie unter Kontrolle, Pato. Hoho! Großartig! Pato will wissen, ob ihr beide Lust auf ein kleines Wettrennen habt. Seid ihr alle da? Dann macht wieder mit. Auf die Plätze. Fertig. Los! Pato gewinnt! Ja, Pato, ja, wir wissen es. Ja, du hast gewonnen. Also ich denke, wir haben schon einen Sieger. Pato gewinnt! Ich glaube, sie wollen nicht mehr mit dir um die Wette laufen, Pato. Ellie hat deine Superschuhe entdeckt. Es scheint, als ob die Schuhe sich nicht ausziehen lassen. Pato! Böse Schuhe! Die Schuhe machen einfach, was sie wollen! Gut gemacht, Baby Pieps und kleine Raupe. Ihr habt es geschafft. Ich nehme an, du hast heute etwas gelernt, Pato.
Schummeln bringt doch nichts, hm? Spielen! Prima Idee, Pocoyo! Oh, was meint ihr? Soll Pato die Schuhe behalten? Nein! Gut gemacht! Bravo, Pato! Gut, wenn man fair bleibt, hä? Macht's gut! Bis bald! Schlafenszeit! Ja, es ist schon spät hier bei Pocoyo und seinen Freunden. Pocoyo und Pato machen sich fertig und gehen ins... Bett? Also, wie ich schon sagte, sie sollten jetzt eigentlich ins Bett gehen. Hallo, Pocoyo. Hallo. Es ist schon sehr spät, Pocoyo. Weißt du, was man macht, wenn es schon sehr spät ist? Pato ist im Bett. Kann vielleicht einer von euch Pocoyo sagen, was er als nächstes tun soll? Ins Bett gehen! Ja, ins Bett gehen. Es ist Schlafenszeit. Nein! Oje, ich fürchte, Pocoyo will heute nicht schlafen gehen, aber... Pocoyo, jeder muss schlafen. Du musst nicht schlafen? Bist du sicher? Pocoyo, Pato sagt, dass er seinen Schlaf braucht und dein Flugzeuglärm stört ihn beim Einschlafen. Oh. Wie lieb, Pocoyo. In Ordnung. So ist es viel besser. Gute Nacht. Hey, was ist denn das jetzt? Also, Schlafenszeit ist wirklich nicht die richtige Zeit, um große Türme zu bauen, Pocoyo. Wenn du willst, kannst du morgen mit den Bauklötzen spielen. Ja? Gute Nacht. Pocoyo! Pocoyo! Schlafenszeit ist auch nicht die richtige Zeit, um Eisenbahn zu spielen. Da staunst du, was, Pato? Endlich ist Pocoyo eingeschlafen.
Jetzt kannst du dich auch wieder hinlegen. Nanu, was ist denn los, Patu? Kannst wohl nicht schlafen, was? Tja, vielleicht kann ich dir helfen. Wie wär's mit einem kleinen Schlaflied? Lass mich nachdenken. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich weiß was. Könnt ihr alle für Patu ein Schlaflied singen? Mit mir zusammen? Ja, wir singen. Seid ihr soweit? 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gut gemacht. Das sieht ganz so aus, als ob unsere Freunde endlich eingeschlafen sind. Gute Nacht, Pocoyo. Gute Nacht, Pato. Gute Nacht der ganzen Welt. Und träumt was Schönes. Macht's gut. Bis bald. Hallo! Was ist denn das für ein eigenartiges Geräusch? Hallo! Oh, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht erschrecken. Oh, nein, natürlich, ich verstehe. Du hast dich gar nicht erschreckt. Kein kleines bisschen. Nein. Und woher kommst du so? Suchst Pocoyos Welt? Wirklich? Nun, wir wissen, wie man zu Pocoyos Welt kommt. Aber selbstverständlich. Es ist uns ein Vergnügen, dir den Weg zu zeigen. Was ist denn so lustig? Nicht? Na gut. Könnt ihr alle dem Alien sagen, wie man zu Pocoyos Welt kommt? Da, dort lang. Immer dem Pfeil nach. Genau, das ist der Weg. Folge dem Pfeil. Glückliche Reise. Und da sind wir schon. Nur nebenbei, du kommst doch in Frieden, nicht wahr? Nein? Oh je. Wie es aussieht, hat das Alien den schrecklichen Plan, die Herrschaft über Pocoyos Welt zu übernehmen. Aber seht mal, es ist ja nur so klein. Auch wie putzig. Kleine Raupe sagt jetzt Dankeschön für den Hut, Alien. Ah ja, das Alien sagt, es ist hier, um König zu sein, kleine Raupe, und nicht um Hüte zu verschenken. Pocoyo, ich möchte dir dieses kleine Alien vorstellen, das hergekommen ist, um hier zu spielen. Nicht ganz. Wie es aussieht, ist es hier, um sich selbst zum König deiner Welt zu machen. Elli! Hallo, Elli. Kann jemand von euch Elli und Pocoyo sagen, woher dieses Geräusch kommt? Ja, das ist richtig. Oje. Jetzt bist du aber platt. Und jetzt? Ha, so gut wie neu. Könnte es sein, dass du vielleicht ein bisschen spielen willst, bevor du den Planeten eroberst, Alien? Was war denn das? Ja.
Pato, das Alien sagt, es befiehlt dir, die Blumen nach links zu schieben. Hey, Pato findet es wirklich gut, kleines Alien. Die Blumen stehen dort viel besser. Pato ist froh, dass du ihm gesagt hast, was zu tun ist. Du meinst, das wäre deine Seite vom Zaun und niemandem ist es erlaubt, hinüberzukommen? Sieh mal, über den Zaun springen ist ein Riesenspaß! Pass auf, Elli! Das Alien versucht dich zu erschrecken, Elli. Oh. Jetzt ist auch noch die kleine Spielzeugkanone kaputt. Ein kleines Alien, lass das doch. Es ist gar nicht so schlimm. Vielleicht solltest du dir beim Erobern eine kleine Pause gönnen. Und wir werden einfach Freunde. Wir alle können deine Freunde sein, sofern du freundlich bist, ja? Wollen wir alle Freundschaft mit dem Alien schließen, wenn es freundlich ist? Wir wollen Freund sein. Wir mögen dich, kleines Alien. Du musst nichts weiter machen, als freundlich zu sein. Ja, das ist doch viel besser. Du hast vielleicht nicht die Welt erobert, kleines Alien, aber ganz bestimmt unser Herzen. Ist das nicht schön, wenn man fröhlich miteinander spielt? Toll, wenn man neue Freunde findet. Macht's gut und bis bald! Seltsame Geräusche. Ah, los geht's. Wir starten zu einem neuen Abenteuer im Weltraum. Hallo, Pocoyo. Hallo, Pato. Hallo. Was ist los, Pato? Ah, heute willst du mal das Fliehwusch fliegen? Oje, Pato. Könnt ihr alle zusammen Pato sagen, dass er vorsichtiger fliegen soll? Sei vorsichtig, Pato. Pato, pass auf. Naja, wahrscheinlich war das Teil gar nicht so wichtig. Andererseits... wahrscheinlich doch! Wie es aussieht, müsst ihr jetzt dieses verlorene Teil vom Fliehwusch suchen. Hier lang. Pato möchte aber in der anderen Richtung suchen, Pocoyo. Was war das? Sehr seltsames Geräusch gehört, Pocoyo.
Vielleicht hast du dir das nur eingebildet, Pato. Du hast es dir nicht eingebildet. Es ist ein Alien. Pocoyo will es wirklich nicht glauben, dass Pato ein Alien gesehen hat. Kommt, wir wollen alle zusammen Pocoyo sagen, dass wir es auch gesehen haben. Ja! Da ist wirklich ein Alien. Pato, Pato, huhu! Einer von euch, Pocoyo, sagen, wo das Alien ist? Auf deinem Kopf! Nein, das fehlende Teil vom Fliehwusch! Deshalb ist das Alien dir die ganze Zeit nachgerannt, Pato. Es wollte nur das Teil zurückgeben. Wassermelone? Die magst du doch so, Pato. Wie es aussieht, hast du einen besonders liebenswerten Freund gefunden, Pato. Für den Rückflug. Es ist ja schon fast Schlafenszeit. Sei doch nicht traurig, Pato. Du kannst deinen Freund ja ein andermal wieder besuchen. Du müsstest nur deine Flugkünste ein wenig verbessern. Hm? Pocoyo. Prima, Pato. Wie schön, wenn man neue Freunde findet. Macht es gut. Bis bald.